653 Meter. Liegt schon in Österreich. Dahinter liegt Maria Alben. Saalfelden, See am See. Sind die nächsten Deutschland. Innsbruck, Salzburg. Und dann noch hier. Meine Lieben, willkommen zu Tag 6. Ja, wir sind schon 6 Tage hier. Voll krass. Ja, wir sind gerade in St. Bartholomä, wie man hier an der Kirche im Hintergrund erkennen kann. Und ihr habt ja auch schon so ein bisschen was im Vorfeld gesehen von unserer schönen Bootsfahrt. Da war ich auch super aufgeregt und so gespannt, wie das ist. Wir haben schon ganz, ganz viele YouTube-Videos immer dazu geschaut. Aber in echt ist es noch was ganz anderes und vor allem das Echo ist was ganz anderes. Also ich hatte richtig Gänsehaut. Das war echt krass. Und ja, jetzt gehen wir zur Eiskapelle. Eigentlich wollten wir lieber zum Kerlinger Haus. Ja, ja, bis zum Kerlinger Haus. Ja, also so ein bisschen dahin in die Richtung. Aber das Wetter soll gleich schlecht werden. Und dementsprechend gehen wir jetzt erstmal nur zur Eiskapelle. Und dann schauen wir, wenn wir da waren, was wir da noch so machen. Oder ob wir dann direkt zurückfahren mit dem Schiff. Die fahren hier alle 20 Minuten heute. Und genau, dann können wir wieder zurück und nochmal woanders was machen. Weil wie gesagt, das Wetter soll halt nochmal schlechter werden nachher. Beziehungsweise eigentlich jetzt schon um 10 sollte es eigentlich schlechter werden. Aber noch ist trocken, Sonne scheint auch noch so ein bisschen. Wir sind mal gespannt, wie das Wetter wird. Schaust du jetzt? Aber wir haben kein Internet hier. Sein. Eine Insel ohne Internet. Hast du Internet? Krass. Ja. Okay. Ja, Lia ist auch dabei und Lia fand die Bootsfahrt richtig, richtig toll. Kleine läuft jetzt hier bei mir an der Hand. Ich möchte nämlich ein bisschen selber laufen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber dann ist die erstens sehr schön müde und zweitens bringt sie auch nichts, wenn sie die ganze Zeit weint. Und läuft sie lieber ein Stückchen selber, deswegen haben wir ihr ja
ein paar neue Schuhe gekauft, damit ich auch mal ein bisschen laufen kann. Und so ist Felix auch mal eine kleine Entlastung da hinten mit der leeren Kraxe. Ja. Und manchmal ist sie auch ganz schön fluffy unterwegs, ne, Schatzi? Das ist flott unterwegs. So, ohne was hinten drin, würde ich auch mehr schaffen, glaube ich. Ja, klar, ist ja auch 12 Kilo weniger, ne? Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, zur Eiskapelle gehen. Dann nachher schauen, was wir noch so machen. Morgen soll das Wetter nämlich noch schlechter werden. Eigentlich wollten wir morgen ja noch zum Abschluss eine ganz große Tour machen. Aber mal schauen. Schatzi, komm hier. Hier. Ja, mal gucken, was wir dann machen. Ich habe auch überhaupt keine Idee, weil wir hatten letztes Mal am Regentag ja schon so Probleme, überhaupt was zu finden, was man machen kann. Deswegen schauen wir mal, was wir dann morgen machen können. Aber nicht wieder auf den Kopf fallen. Ne? Ja, schön hingucken, wo du hinläufst. Dein Opa. Tschüss! So, wir sind hier dann an so einem kleinen Bach oder so. Ich vlogge nur. Hier, was ist das, Schatz? Das ist klar, Schuss. Ja. Was soll es sonst sein? Ein bisschen Wasser. Das kam vom Rotbach. Und guck mal, hier sind diese Steinchen. Türmchen, weißt du, was deine Mama erzählt hat? Siehst du? Ja, aber total falsch normalerweise. Da ist der Watzmann, der Große. Wir zeigen dir an, wo der richtige Weg ist. Ja. So, da geht's weiter. Kleine Sitze übrigens wieder hinten drin. Etwas zum Spielen gekriegt. Und jetzt gehen wir mal weiter. Dem Rauschen des Wassers. Und noch sieht das Wetter auch in Ordnung, also es ist sehr bewölkt, aber völlig in Ordnung. Da sind wir Schlimmeres gewöhnt. Ein Stückchen geschafft. Wir haben gerade ein Schild gesehen, da stand drauf, dass man zur Eiskapelle jetzt feste Schuhwerk braucht, weil der Weg wohl steiler, gefährlicher und so ist. Und das heißt aber auch, wir sind gleich da. Wir sehen sie nämlich auch schon. Aber dennoch kommt jetzt hier nochmal ein schön steiler Weg, der halt auch feste Schuhwerk braucht und benötigt. Aber dennoch sind wir gleich da. Man sieht ja auch schon Schnee. Hier läuft auch nochmal der kleine Fluss lang, Bach, was auch immer. Da habe ich mir überlegt, dass das alles voll ist, wenn es hier taut oben. Jetzt ist da alles ja voll hier. Und jetzt geht hier nur so eine kleine Pfütze durch. Das ist schon krass. Oh, schöne Lichtung hier. Schaut mal. Schön. So, weiter geht's. Oh! Okay, ich glaube, das haben die gemeint, wa? Ja, aber der Weg war aber gut und deswegen haben wir nur schön nachträglich angebracht. Hier ist ein bisschen Geröll runtergekommen. Und deswegen haben wir jetzt hier so eine Kuhle, wo wir durchgehen müssen. Aber zum Glück haben die Vorgänger, die Wandervorgänger hier schon alles platt gedreht. Aber jetzt verstehe ich das feste Schuhwerk und so. So, auch geschafft. Und jetzt geht's weiter.
Wir mussten gerade hier einfach mal über den reißenden Fluss rüber. Aber so ist es. Ne? Die Brücke ist da hinten leider zerstört. Deswegen mussten wir gerade rüber, aber es ging hier gerade ganz gut. Hier ist jetzt das nächste Schild. Und dann, ja, war auf jeden Fall mal was Spannendes, ne Schatz? Spannend, spannend. Mal was Neues. So, da hinten laufen auch noch welche. Die trauen sich alle nicht rüber, deswegen bleiben die da hinten alle. Aber ja, was Mut hat Mut. Oh, kein Weg mehr. Aber da geht in die Richtung weiter. Oder nee, da hinten ist das die Eiskapelle, doch. Ah, da ist sie schon, Leute. Seht ihr das? Da. Ja, dann müssen wir mal schauen jetzt, ne, wie wir da hinkommen. Stellt man hier den Weg längs. Ja, ich denke auch mal da. Ich glaube, da wollen wir mal, Leute. Wir gehen einfach mal hier den Weg, der uns vorgegeben wird. Okay, ist auch ein Weg, guck mal. Und vielleicht hier durch. Schaut mal, dann kommen wir da hin. Wir probieren jetzt aus, Leute. Probieren. Seht ihr das? Ach krass. Ich habe das immer nur auf Fotos gesehen. Einfach mal querbeet hier. Hä? Schon wieder auf dem anderen Weg. Oh, jetzt geht's links weiter. Okay. Hier weiter. Ein Stückchen geschafft. Da laufen auch zwei, also ist auf jeden Fall möglich. Da oben laufen ganz viele schon. Und schaut mal. Oh. Es hat sich hier auf jeden Fall gelohnt für diesen Blick. Richtig, richtig schön. Ja, ach, da, oh, guck mal, da oben ist ja noch eine. Da rechts, siehst du? Ja. Ist das die Originale oder ist das die Originale? Gibt ja zwei. Die linke kenne ich, die rechte nicht. Oh, gut, okay. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter über das Steinige. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Weg gefunden. Total verrückt, dass man hier nicht so richtig durchkommt. Und mal überlegen, man muss diesen Weg auch wieder zurück. Also ist nicht nur hin und dann wirst du abgeholt. Krass. Und es wird auch ein bisschen kühler gerade, ne? Je näher man kommt. Ja, schauen wir mal, wenn wir da sind. Da war die Eiskapelle gerade und wir gehen jetzt wieder runter. Oh, boah, wie krass. Leute, wir haben unsere Jacken angezogen, weil das ist da in der Eiskapelle so kalt. Also mir sind meine Finger eingefroren und ich habe Schnupfen gekriegt. So wie im Winter. Ich habe mich auch wie im Winter gefühlt, irgendwie von der Luft her. Und jetzt sind wir einen Schritt gegangen. Aber hier ist ein kleiner Weg. Und hier ist jetzt so ein bisschen Windschutz, weil es da auch extrem windig ist. Also das hätte ich auch gar nicht gedacht. Und es ist total warm wieder. Also man könnte sich direkt wieder entkleiden. Das ist wirklich krass. Das ist auf jeden Fall extrem kalt da und wenn ihr auch mal hierher gehen solltet, nehmt auf jeden Fall eine Jacke mit. Ja, weil wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr kalt. Auch an den Beinen, ich habe eine lange Hose an, aber es ist super kalt. Wirklich wie im Winter so ein bisschen. Und halt sehr windig und auch sehr so ein bisschen feucht. Die ganze Luft ist so ein bisschen feucht. Ja, wir gehen jetzt auch schnell wieder runter. Wir haben es gesehen. Wir waren jetzt nur hier unten. An der Seite gibt es dann noch eine. Ich glaube, die habe ich euch auch gezeigt. Die ist da oben. Da ist noch eine. Aber mir war das jetzt zu kalt und auch für Lia und so. Und deswegen wollten wir jetzt wieder runter. Und ich wollte jetzt auch nicht so hoch kraxeln, weil ihr seht ja den Weg hier. Also den nicht vorhandenen Weg. Und da wollte ich jetzt nicht noch mit Lia so weiter nach oben. Deswegen gehen wir jetzt wieder runter. Wir haben es gesehen, wir haben Fotos. Und alles in Ordnung. Jetzt schwitzen wir wieder. Total verrückt, oder? Ja, ich zeige euch nochmal den Watzmann. Das ist der große, dicke Watzmann da oben in den Wolken. Also es ist nicht das Ende. Das ist echt Hammer. Und okay. Da, wie gesagt, das ist die eine Eiskapelle und hier ist die zweite. Ja, er ist da oben in den Wolken. Und das sieht so krass aus hier mit diesen ganzen Bergen. Und dann hier kann man hier so weit runterschauen. Und hier auch diese ganzen steilen Wände.
Richtig krass. Ja. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder runter, hier rüber und dahinter ist dann wieder der kleine Fluss, wo wir rüber müssen. Gerade sind wir auch schon wieder über einen kleinen Fluss gesprungen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier runter. Das ist echt ein Weg, Leute. Also ihr braucht auf jeden Fall festes Schuhwerk. Das ist echt gefährlich hier. Hier sieht man so einen kleinen Weg, den Leute halt eben schon so gebaut haben. Oder einfach durchs Wasser, ja, man weiß nicht. Aber man sieht auf jeden Fall hier so ein bisschen, wo das hinführen soll. Wir gehen jetzt auch hier runter. Vorhin sind wir von der anderen Seite gekommen. Aber Felix fand das hier als angenehmer. Und deswegen gehen wir natürlich hier, weil er mit der Kraxe, hier ist auch noch was ganz anderes mit so einem Kind, was sich bewegt. So, aber dann wollen wir wieder absteigen hier. Na, was hast du gerade gesagt, Obi? Freilich. Immerhin haben wir Spaß. Ja?